Influencer-Marketing. Ich glaube, den Begriff können so viele genauso wie ich einfach nicht mehr hören. In den letzten Jahren wurde diese Kuh unheimlich durchs Dorf getrieben und es wurde immer gesagt, sucht euch irgendwelche Influencer, die eure Marke präsentieren, damit erreicht ihr eure Zielgruppe und das ist ein super toller Werbekanal. Und dann schaut man sich einmal diese Influencer-Marketing-Kampagnen auf Instagram und Co. an und man sieht einfach Produkte, die nicht zu den Personen passen, die sie präsentieren, oder man sieht einfach enorm schlecht gestellte Kampagnen. Und das ist einfach unheimlich traurig, weil es geht auch deutlich besser. Beispiele gibt es dafür einige und eins möchte ich jetzt einmal zeigen. Ach du Scheiße, dass die einfach Leute sehen. Wir haben heute wirklich das allerkrasseste Projekt jemals am Start. Der Hornbach hat es jetzt ernsthaft erlaubt, dass wir von Samstagabend bis Montagmorgen da drin praktisch eingeschlossen werden und 100% alles machen können, was wir wollen. Also wir können alles nehmen. Hornbach hat also tatsächlich den beiden Producern von The Real Life Guys erlaubt, dass sie 48 Stunden in dem Hornbach-Markt machen können, was sie wollen. Ihr könnt euch also schon vorstellen, wer der Werbetreibende ist. Natürlich Hornbach, der versucht sich als Marke zu positionieren. Und The Real Life Guys sind zwei Zwillinge, knapp 20, die für sich beschlossen haben nach ihrem Abitur, dass sie mal die Sachen bauen wollen, von denen sie als Kindern immer geträumt haben. Und sie haben einige echt krasse Videos gemacht. Und ich glaube, hier passt der Werbepartner tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Wir haben gedacht, dass wir jetzt ein Projekt machen, wo wir ganz viel Platz und vor allem auch ganz viel Material brauchen. Und zwar wollen wir wirklich eine Achterbahn durch den Hornbach bauen und vom Dach starten. Das ist natürlich krank viel Arbeit. Genau, ihr habt richtig gehört. Sie wollen durch diesen Hornbach eine Achterbahn bauen. Und zwar innerhalb der 48 Stunden. Dabei hat ihn Hornbach sämtliche Ressourcen zur Verfügung gestellt. Ressourcen bedeutet, sie dürfen alles aus dem Markt verwenden, was es dort gibt. Und ich habe mich natürlich gefragt, was solch eine Kampagne überhaupt kostet dem Werbetreibenden. Wir sehen es jetzt, das Video ist in etwa 12 Tage alt zum Zeitpunkt der Aufnahme und hat bereits 1,1 Millionen Aufrufe. Also eine enorme Reichweite erzeugt in einer Zielgruppe, die natürlich A, das Entertainment interessant finden, aber natürlich auch die Real Life Guys interessant finden, die ein sehr nischiger Do-it-yourself-Kanal sind, in dem sie wirklich sagen, sie machen verrückte Sachen. Alleine werden wir es niemals schaffen, deswegen haben wir jetzt alle unsere Freunde eingeladen. Ich würde sagen, los geht's. Und da sie es alleine nicht schaffen, haben sie sich natürlich Freunde eingeladen, die sie dabei unterstützen. Und ich möchte jetzt einmal zählen, wie viele Personen denn dort überhaupt mitmachen. Hier beim Einlauf kann man das relativ gut sehen. Dafür stelle ich einfach mal die Wiedergabegeschwindigkeit runter. Und wir zählen einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Personen wirken also an dem Produkt oder Projekt mit. So, stellen wir die Wiedergabegeschwindigkeit auf normal zurück. Und was ich mir überlegt habe, ich werde einfach das Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen und immer, wenn Sie irgendein Produkt auswählen, einmal prüfen, wie teuer dieses Produkt denn ist, was es kostet. Und das werde ich einfach als Gesamtkosten dann aufaddieren, damit wir zum Ende des Videos einmal erfahren können, was sind denn die Kosten, die wirklich entstanden sind bei dem Bau von dieser Achterbahn. Was sind also auch die entstandenen Werbekosten, die Hornbach vermutlich tragen musste? Und wie verhält sich das dann überhaupt, diese Ausgaben, im Vergleich beispielsweise mit TV-Werbung? Also, los geht's. So, wir sind ready. Ja, wir auch. Danke, Hier ist der Schlüssel des Hauses. Vielen Dank. Viel Spaß, ne? Danke, danke. So, die Übergabe ist erfolgt und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Ciao, ciao, ciao. So Leute, seid ihr ready? 48 Stunden haben wir Zeit, Achterbahn zu bauen. Also los geht's. Am Anfang hatten wir echt noch gar nicht viel geplant, wie wir das Ganze wirklich bauen wollen. Es sind einfach so viele Freunde mitgekommen, dass wir erstmal Teams gebildet haben und dann konnten wir endlich anfangen. So, hier haben wir das erste Gerät. Sie holen sich eine Stichsäge, eine Makita raus. Ich bekomme übrigens kein Geld oder sonstiges. Das heißt, die Produktnamennungen sind wirklich nur dafür da, damit ich die Preise auch vernünftig nennen kann. Ja, also die Makita, die kostet vermutlich so circa 120 Euro. Wir fangen die ganzen Sachen rausgesucht. Wir wollen mit den Namen auswählen und sie alles mitnehmen.
Also er sagt es auch nochmal, dass sie wirklich alles aus diesen Laden benutzen dürfen und verwenden dürfen und danach dann eben auch behalten dürfen. So, als nächstes holen sie sich einen Bosch Winkelschleifer für circa 90 Euro. Ja, hat man auch gesehen, das waren auch mehrere. Hier sieht man eine Makita für knapp 235 Euro. Hier, die Gondel, praktisch, also wenn man drin sitzt, natürlich wieder eine Badewanne. Die Badewanne, man sieht sie relativ gut für 159 Euro. Das ist unser Leben das erste Mal, dass wir eine neue Badewanne sehen. Wir holen uns jetzt von oben Stuhl, also sitzt für die Badewanne. Hey Leute, welcher Baum? Der Stuhl mit circa 40 Euro. Was machst du, welcher Baum? Lässt uns einfach über Nacht hier. Wechseln wir die Beine ab, hier flexibler. So, wir sehen an der Stelle nochmal den Winkelschleifer, der eingesetzt wird. Hier auch nochmal. Ein Schweißgerät mit Zubehör, würde ich sagen, wenn es ein vernünftiges Gerät ist, kann man so mit 400 Euro rechnen. Wir flexen jetzt die Badewanne einmal in der Mitte durch und machen die etwas schmaler. Na, du hast dir eine Hornbachjacke geklaut, oder was? Eine geklaute Hornbachjacke? Ich schätze mal, dass es vernünftige Qualität ist, also auch so 100 Euro. Ich habe eine Hornbachjacke geklaut, jetzt haben wir hier richtige Hornbachmitarbeiter. Und zu den teuersten Posten gehören natürlich die Kanthölzer. Ja, wir können hier einmal durchzählen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Kanthölzer pro Palette. Für das Gerüst brauchen sie deutlich mehr. Und man kann sagen, dass ein so ein Kantholz, ich vermute, die sind 2,5 Meter lang, so circa 20 Euro kosten. Ja, ich denke, dass sie die gleichen Kantholzer benutzt haben, wie man sie beispielsweise auch beim Carportbau benutzt. So, man hat dann eben auch gesehen, dass sie Arbeitshandschuhe haben. Die Arbeitshandschuhe, würde ich sagen, circa 18 Euro pro... Unten, Gas geben. So, jetzt natürlich auch Kabeltrommel, ca. 40 Euro, wenn sie sicherlich auch mehrere gehabt haben. Man sieht auch die Kleinteile, die sie entsprechend in dem Wagen schon drin haben, die Gestelle und ähnliches. Ja, ich hab die Nummer. Ich stelle euch mal vor unsere Werkstatt, seht so aus. Ey, das ist einfach so geil, kann ich schrauben hier. Hier haben einfach alles. Die Auswahl ist zu groß. Da können wir so viele schrauben. So, und hier für alle, die es nicht wissen, Schrauben werden im Baumarkt tatsächlich nach Kilopreis bezahlt. Und der Kilopreis müsste hier so circa zwischen 7 und 8 Euro liegen bei den großen Schrauben oder der Paketpreis irgendwas bei 28 Euro. Ich glaube, es ist sehr schwer zu kalkulieren, wie viel Schrauben sie brauchen, aber ich gehe davon aus, dass so 300, 400 Schrauben sein werden und man mit so 20 bis 30 Cent pro Schraube einfach wirklich rechnen muss, wenn das überhaupt ausreicht. Ey Leute, ihr glaubt nicht, wie schnell das hier alles geht. Das hier geht die Rampe. Also hier fahren wir dann da oben runter und hier durch die Tür rein. Und wie geil ist das bitte? Wollen wir gleich alles da. Jetzt haben wir sie eben auch gesehen. Noch tatsächlich ein Gerüst, welches sie hier aufbauen, damit sie natürlich auch sicher nach oben aufs Dach kommen. So circa 300 Euro. Ja, wenn ich mal 13 bin, ist das viel zu hoch, Alter. Alter Junge. Alter Mann. Ich glaub, der Mann wird echt brutal. Halt hoch, ein bisschen höher. Wir haben das alles zusammengebaut. Das ist eine spannende Angelegenheit, aber jetzt kommen wir aufs Dach. Wir sollten nur kurz eine Einschätzung, ob das klappen wird oder nicht. Ja, wenn ich das sagen soll. Okay, also das Vertrauen ist schon mal nicht dafür da, dass es überhaupt funktioniert. Man darf gespannt sein. Das war einfach der größte Pool, den wir haben. Jetzt haben sie noch einen Pool als Ziel sich besorgt. Der Pool, würde ich sagen, so 700 Euro. Es können weniger, es können mehr sein. Da vorne soll die Achterbahn reinkommen und dann hier im Pool enden. Also, hier kommt der Pool. Alter, wie groß ist der? So, hier sieht man auch nochmal die Winkelschleifer. Wie sie das Gerüst bauen. Sie wollen schon Wasser rein, ne? Ja, nicht? Wir würden so einmal nehmen von der Toilette und dann immer so reingießen. Gute Idee. Ja, dann müssen wir einen Wasseranschluss suchen. Wir vorschlagen, wir legen einfach so ein Schlauch ins Aquarium. Wäre auch voll geil, wenn die Fische drin wären, oder? Ja, wir haben hier gerade einen Anschluss gefunden. Ja, zu geil. Vielleicht sollten wir doch mal fragen, wo wir Wasser herkriegen. Ist ja niemand da? Wir haben jetzt hier tatsächlich da unten einen Gartenschlauch gefunden. Sieht so aus, als würde es funktionieren. So, im Gartenschlauch vermutlich auch nochmal so 20 Euro. Der Pool ist einfach so riesig. Weißt du, groß wie ich? Was hast du da? Die Kettensäge. Oh, und Kettensäge natürlich. Unser Lieblingsleckmann ist auch da. Wir sind natürlich umweltfreundlich gegen die E-Kettensäge. Okay, also eine Elektrokettensäge von, ich glaube, Makita, ca. 100 Euro. Ey, von hier oben geht dann die Achterbahn runter. Das ist schon krank, das ist abartig steil. Keine Ahnung, wie er hier runter dran will, ey. Junge. Damit das Gerüst natürlich befestigt werden kann, braucht man Akkuschrauber, eine Menge Akkuschrauber. Ich würde sagen, hohe Qualität, weil die müssen natürlich auch ein bisschen Druck haben und Sicherheit liefern. Also 140 Euro pro Akkuschrauber.
Die erste Brücke wird gebaut, das wird echt so krass. Also, es ist schon ein bisschen kritisch oben. Doch, fürs Dach haben wir das überlegt, nehmen wir doch. So. Und Safety First, die Sicherheitsquote 50 Euro, jeweils und Sicherheitshelm so 18 Euro. Man sieht so halbwegs wirklich das Ausmaß, wie viel solche Kanthölzer sie verwenden. Sie verwenden auch dickere und dünnere, aber ich rechne einfach mal wirklich nur mit den großen Kanthölzern, weil die den größten Preiseinfluss haben. Und ich denke, dass sie so 120 bis 150 von diesen Kanthölzern gebraucht haben. Dazwischen, das Dach wird auch noch eine Brücke gebaut, damit man dann von der Kante darüber fahren kann. Das wird echt ziemlich krank. Was geht jetzt hier ab? Ey, Freunde, wenn morgen die Haft, dann mach ich jetzt hier, weiß ich ganz genau warum, ey. Das ist einfach viel zu krass, es ist jetzt schon halb drei in der Nacht. Junge, viel zu krass, das ist wie ein Kindheitstraum, Alter. Es ist einfach gerade minus ein Grad hier draußen, ja. Aber wenn man sich hier bewegt, geht's eigentlich, oder? Ach, mit den neuen Pullis. Nur wegen den Pullis. Wer 48 Stunden arbeiten möchte im Baumarkt, braucht natürlich auch Schlafmöglichkeiten. Die Dinge werden auch nicht mehr in dem freien Verkauf gehen, also würde ich sagen, pro Hängematte ca. 30 Euro, pro Schlafsack 80 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Einige haben schon ein bisschen abgebaut. Ich spüre gerade, dass Julius wieder eine extrem dumme Idee hat. Sehr gute, ich habe eine extrem gute Idee. So, Freunde, wir haben gleich 4 Uhr nachts. Ihr habt euch echt super mitgeholfen, super durchgehalten. Ich bin sehr stolz auf euch. Deswegen dachten wir, bringe ich euch nochmal einen Schlafzieh. Guten Abend, guten Abend. Schlaf gut. Hast du hier noch ein Mikro in der Stadt, oder? Geil. Betten aus Kissen, auch eine super Idee. Ich würde sagen, so 10 Euro pro Kissen. 20 Kissen werden sie bestimmt verwendet haben. 5, glaube ich. Ja, wir werden nicht allzu lange schlafen. Aber ich hoffe, dass wir morgen fertig werden, die Achterbahn. Es ist Zeit aufzustehen, wir haben echt nicht so viel geschlafen, aber wir machen direkt weiter. Ach du Scheiße, was ist hier? Ach Scheiße, ich hab's ausgelaufen. Ach du Scheiße, wird das die anderen Leute sehen? Wenn ich auf die begeistert sind. Ja, Schneeschippen umfunktioniert, geniale Idee. Also, da war jetzt eine Ecke von dem Pool eingeklemmt, das Wasser eingelaufen ist. Wir müssen es irgendwie relativ schnell wieder wegkriegen, damit wir das nicht alle sehen hier. Guten Morgen, wir haben ja auch nicht geschlafen. Was heißt nicht, dass wir gleich weitermachen können? So, der Hornbachchef hat heute Morgen doch mal vorbeigeschaut. Und zwar haben wir schon gedacht, dass wir viel Ärger kriegen, wegen dem Wasser, was ausgelaufen ist. Aber die haben einfach ein richtig geiles. Ach, was für eine geile Aktion, dass Hornbach da tatsächlich auch noch ein komplettes Frühstück sponsert. Ich würde sagen, so 150 Euro. Ich hätte am liebsten jede einzelne Lampe ausgeschlagen. Das war aber gemütlich. Hornbach hat schon eine ganz gute Kissenabteilung. Unsere nächste Holzlieferung kommt. Da hat man auch wieder gesehen, auch wieder die ganzen Bretter. In dem Fall waren es keine Kanthölzer, sondern irgendwelche Holzplatten. Aber auch die, würde ich sagen, 5 Euro pro Meter Minimum. Ja, richtig geil. Und dann haben wir eben noch die Handsäge gesehen und die Tischkreissäge. Genau, bis morgen, Sport hier. Also ich habe jetzt hier unsere Bike hingelegt zu unserem Turm und ich raume jetzt fest. Man sieht also wirklich eine Menge Holz. Also wie gesagt, ich schätze so 120 Kanthölzer locker. Diese Tischkreissäge, ca. 700 Euro. Ja, die Gruppe hier, die macht den Loop, das ist das Geile, was mehr. Ich glaube, dass diese Biegemaschine echt das teuerste Gerät ist. Ich schätze so zwischen 1.500 und 2.500 Euro, damit sie eben die Schienen biegen können. Aber Hornbach verleiht ja selbst auch Geräte, wenn ich richtig informiert bin. Von daher glaube ich, dass es eins der Leihgeräte ist und kein Gerät, das sie jetzt wirklich ausgepackt haben. Okay, krass. Die Biegemaschine nutzen sie natürlich, um den Looping zu bauen. Wer macht's nicht? 2,50 Meter Durchmesser. Grob mal den Umfang berechnen. Ich glaube, das müssen so knapp 8 Meter sein. Brauchen alleine 8 Meter Material an Schienen nur für diesen Looping. Krass. Da sollten wir durchfahren. Aber es wird kritisch. Ich bin echt mal sehr zufrieden. Hier rein kommt jetzt der Looping, also vorne in die Tür rein. So ungefähr soll der laufen. Das ist das Gestell vom Looping. Alleine dort sind locker 20 Kanthölzer verbaut, die auf unterschiedliche Längen zugeschnitten sind und dort wirklich reingestellt sind. 2,5 Meter eben. Ich glaube, die Einschätzung mit den 2,5 Meter für ein Kantholz passt auch. Was für ein krasses Gestell. So, Ständerbohrmaschine, okay. Vermutlich 200 Euro, zwei Stück, also 400 Euro. Bohrer, 10, 15 Euro.
Besonders spannend sind diese Vierkantmetallrohre. Dort kostet der Meter vermutlich so 10 Euro, je nachdem, welche Qualität sie genommen haben. Also es gibt welche günstiger, welche teurer, aber ich würde jetzt einfach mal 10 Euro pro laufenden Meter sagen. Aber wenn man sich die Strecke so anschaut, man bedenkt, dass der Looping alleine 8 Meter Material an Strecke sind, würde ich sagen, dass die gesamte Achterbahn dann so irgendwie 50 Meter lang sein wird. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man bei 50 Metern pro Schiene, also 100 Meter von diesem Metall hat, man also dabei locker 1000 Euro landet. Farbe, Pinsel, Abklebeband, alles zusammen, würde ich sagen, 20, 30 Euro. Wie krass der Looping. So langsam ist schon wieder dunkel. Wir sind jetzt schon fast 24 Stunden drin. Hey, wir haben sich ernsthaft eingeschlafen. Also, was können wir noch lernen? Man wird auf jeden Fall müde, wenn man 48 Stunden im Baumarkt baut. Dann Laubbläser mit Wasser. Der Laubbläser, würde ich sagen, so 100, 150 Euro. Ja, wie geil, sogar mit Kurve. Man hat auch gesehen, die Schienen werden alle auch noch mit so Kanthölzer unterbaut, damit sie eben eine gewisse Höhe haben und nicht direkt auf dem Boden aufliegen, macht ja auch Sinn. Genau, deswegen bauen wir jetzt noch eine kleine Rampe, die hier nochmal hochgeht, dann in den Pool rein. Leute, was macht ihr da? Ein kleines Luftkrokodil. Okay, 10 Euro. Klar, Steinsäcke zum Beschweren. 10 Euro pro Sack. Es ist endlich soweit, die Bahn ist fast fertig und wir können jetzt mal anfangen zu dekorieren. Okay, und sie dekorieren sogar die Bahn. Ich würde sagen, Dekomaterial wären gelandet. LED. Es schneit einfach. Pauschal würde ich sagen, alles zusammen 300, 400 Euro. Weiter bauen, weil es einfach auch vereist. Dann rutscht man da so schnell runter, das ist mega rutschig hier unten schon. Es hat geschneit. Junge! Unser Akrobatik-Team. So, jetzt sehen wir noch einmal die gesamte Bahn. Ich glaube, mit 50 Metern liegt man da ganz gut. Es ist jetzt genau 5 Uhr, wir sind ein bisschen sehr übermüdet. Aber wir machen jetzt eine Testfahrt und zersetzen natürlich nicht zuerst selber rein, sondern machen eine Sandsäcke rein. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert, weil ob da den Looping rumkommt. So, und an der Stelle möchte ich das Video unterbrechen, denn ich möchte nichts vorwegnehmen. Gerne schaut euch das Video selbst weiter an. Ich rechne jetzt einmal alle Kosten zusammen. Ja, also, was wir in dem Video gesehen haben, war eben wirklich Bohrmaschine, Winkelschleifer, die Badewanne, der Stuhl, Schweißgeräte, die Holzpaletten, Kettensägen, Akkuschrauber, Sicherheitsgurte, Frühstück, Tischkreissäge, die Biegemaschine und alles zusammen. Würde ich sagen, wenn ich das grob alles zusammenrechne, dass man bei ca. 13.000 Euro Einkaufspreis ist. An der Stelle muss man natürlich sagen, dass ein Baumarkt immer eine Marge hat, also einen Gewinn auf jeden Artikel, den er verkauft. Das heißt, nur weil man als Kunde 13.000 Euro dafür bezahlt, heißt das ja nicht, dass der Baumarkt auch 13.000 Euro dafür bezahlt hat. Sie können die Sachen natürlich abschreiben und ich würde sagen, Baumarkt hat eine Marge zwischen 10% und 20%, also das ist die Gewinnspanne, so dass man von den 13.000 Euro vielleicht so 1.300 bis 2.300 Euro an Kosten abziehen kann. Wir haben natürlich auch nicht alles gesehen, und vermutlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu billig oder zu teuer kalkuliert. Ich glaube, wenn man sagen kann, dass die reinen Materialkosten irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 sind, dann passt das sehr, sehr, sehr gut. Ich denke auch, dass die Real Life Guys noch ein kleines Handgeld bekommen haben, vielleicht auch von so 10.000 oder 20.000. Ja, dass man also sagen kann, die Gesamtproduktionskosten liegen zwischen 30.000 und 40.000. Plus natürlich, du brauchst mindestens einen Tag, um alles wieder richtig, die Warenbestände richtig zu zählen. Die Mitarbeiter sind entsprechend gebunden. Ja, also lass man da nochmal so einfach virtuelle Kosten von so 10.000 Euro draufrechnen, weil man eben wirklich noch Arbeits
Kapazitäten gebunden hat, später noch Sachen herausfindet, die fehlt und so weiter, weil man die natürlich nicht sauber abgerechnet hat. Sagen wir alles zusammen, Produktionskosten auf Hornbach-Seite so ca. 50.000 Euro. Das sind also die Materialkosten, das Handgeld für The Real Life Guys und dann natürlich auch die eigenen Mitarbeiterkosten, um das Chaos, sage ich jetzt mal, wieder zu bereinigen mit drin. Ja, was kann man also sagen? Die gesamten Videokosten, die tragen natürlich die Real-Life-Guys. Ja, die haben ihren eigenen Kameramann oder filmen sich gegenseitig. Sie haben natürlich die Aufgaben beim Schnitt. Das sind aber keine Kosten, die jetzt wirklich in irgendeiner Art und Weise bei Hornbach liegen. Ich denke, die sind mit dem Handgeld entsprechend dann auch abgearbeitet, falls das überhaupt gezahlt wurde. Und die Real-Life-Guys verdienen natürlich auch damit, dass Werbung innerhalb des Videos geschaltet wird. Ich würde sagen, ein 1000er-Kontaktpreis von so zwischen 1 und 5 Euro ist durchaus wahrscheinlich. Bei 1,1 Millionen Aufrufe ist das auch schon tatsächlich eine gute Stange Geld. Aber hat sich das denn für Hornbach jetzt gelohnt? Das einzuschätzen ist relativ schwer, aber ich würde sagen, alleine durch das Branding, was stattgefunden hat, man hat das Hornbach-Logo öfters gesehen, es wurde öfters über Hornbach geredet, selbst der Achterbahn-Schlitten wurde in den Farben von Hornbach lackiert, dadurch hat man schon enorm starkes Branding und wenn es wirklich eine Brandkampagne ist und Leute aus dem Do-it-yourself-Bereich dazu bewegt, eher zu Hornbach zu fahren als woanders, dann hat, glaube ich, die Kampagne voll eingeschlagen. Ja, vergleichen wir das einmal mit sonstigen Werbekosten. Wenn man sonst als Hornbach Werbung schalten möchte, braucht man natürlich erstmal ein Kamerateam. Man braucht ein Marketingteam, welches ein Skript schreibt. Man muss entsprechend die ganzen Aufnahmen machen, man muss es auf Spotlänge 20 oder 30 Sekunden bringen und dann muss man natürlich auch noch den Werbeplatz bei den jeweiligen Sender bezahlen, idealerweise innerhalb der Zielgruppe. Und hier kann man sagen, natürlich von den 1,1 Millionen sind nicht alle Zielgruppe, aber ich glaube, ein tatsächlich großer Anteil wird davon do-it-yourself-affin sein. Und wenn wir die Kosten, also die 50.000, die wir jetzt mal so grob überschlagen haben, für dieses Video gegenrechnen, was so TV-Werbung kostet, da kostet beispielsweise während der Tagesschau so ein 20-Sekunden-Spot knappe 41.000 Euro oder bei RTL aktuell kostet ein 20-Sekunden-Spot ca. 20.000 Euro. Ja, plus, minus, das kommt immer darauf an, wie groß man als Werbekunde ist, wie viel Werbung man bucht und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall eine Menge Geld neben den Produktionskosten. Man erreicht natürlich deutlich mehr Leute, ja, beispielsweise Tagesschau um die 10 Millionen. Wenn man RTL Primetime, würde ich sagen, erreicht man auch so 3 bis 4 Millionen Kontakte. Aber sieht dann wirklich jeder Werbung, man ist ein Werbeblock von vielen und man hat eben nur 20 Sekunden Zeit. Ja, im Gegensatz zu einem 20-Minuten-Video, das sich wirklich komplett um deinen Markt dreht, um die Rohstoffe, die du bei dir hast, um das, was du zur Verfügung stellst. Und ich glaube, aus Sicht von Hornbach kann man sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und da sieht man auch, wie clever Influencer-Marketing-Kampagnen auch wirklich sein können, wenn man ein bisschen nachdenkt, wenn man Influencer wirklich für sich identifiziert. Und man auf der anderen Seite natürlich auch sagen kann, okay, mit dem Geld, was ich dort reinstecke, brauche ich keinen eigenen Kanal aufbauen, sondern durch cleveres Influencer-Marketing kann ich meine Marke auch tatsächlich in der Zielgruppe super gut positionieren. Und das war es auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch das gesamte Video von 48 Stunden im Baumarkt unbedingt an. Das, also wirklich gerade die letzten Szenen, wo man sieht, ob es funktioniert oder ob nicht, sind spannend. Und ich kann mir das schon wirklich vorstellen, dass die Real Life Guys damit auch so einen kleinen Kindheitstraum von sich erfüllt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Wollt ihr mehr solche Videos, drückt den Abonnieren-Button und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Anregungen, Fragen habt, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.